Willkommen zurück zu SFS. Ja, heute kommt das Station Builder Pack raus und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich habe noch ein paar Teile hinzugefügt, nicht genau das, was ihr euch gewünscht habt, aber generell habe ich noch ein paar Sachen mehr hinzugefügt und wir werden durch alle Teile durchgehen, dazu später. Vorher nochmal, das Pack funktioniert fast überall, bis auf Android 11. Ja, das ist echt doof. Google hat da irgendwas gemacht, dass man keinen Zugriff mehr hat auf die internen Dateien. Ist natürlich total bescheuert. Aber Google hat es gemacht und mit Android 11 geht das nicht wirklich. Auf iOS sollte es funktionieren. Da hat mir jemand auf Discord geholfen und das einmal getestet. Also ich denke, auf iOS sollte es funktionieren. Auf Android unter Android 11 auf jeden Fall auch. Und das Pack steht jetzt bereit. In der Videobeschreibung könnt ihr da auf einen Link klicken und dann könnt ihr es euch runterladen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt durch alle einzelnen Teile durch. So, noch eine kleine Anmerkung vornherein. Das hier sind jetzt 81 Blueprints. Das ist natürlich insgesamt eine ganze Menge, aber im Einzelnen sind das halt nicht besonders viele. Das heißt für euch, dass ihr vielleicht die Teile nicht findet. Ihr könnt auch einfach eure Sachen selber bauen. Dann ist dieses Pack hier mehr so zur Informationssuche, zur Inspiration. Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr müsst die natürlich nicht verwenden. Ihr könnt natürlich auch komplett andere Sachen machen. Ich mache das einfach nur, weil es mir Spaß macht und weil ich es mal ausprobieren möchte. Das ist natürlich hier mein erstes Mal, dass ich so ein Pack veröffentliche. Und ich hoffe, es gefällt euch einfach. Und wir werden jetzt durch die ganzen Teile durchgehen. So, da haben wir als allererstes die Booster-Segmente, klein, mittel und groß. Da hat sich an sich nichts verändert. Das sind immer noch die gewöhnlichen Booster-Segmente. Ich habe hier gerade mal das große Segment geladen. Das mittlere ist dann eben 3 breit und das kleine nur 2 breit. Ansonsten sind die, ja, sie sind eigentlich komplett gleich aufgebaut. Da ist auch nicht viel Spannendes dabei. Eine mittlere Andockluke oben und dann ganz viele Ionentriebwerke. Das ist natürlich dazu da, dass ihr die Raumstation zu anderen Sternen bringen könnt, beziehungsweise zu anderen Planeten. Ja, ansonsten haben die nicht viel Funktion. Dann haben wir noch eine ganze Menge Booster-Adapter K3. Das sind also erstmal K, das heißt klein, und 3 heißt 3 Stück davon, also 3 kleine. Da haben wir hier K5, sind 5 kleine. M1, M3 ist ein mittleres, 3 mittlere. G1, G3, das ist ein großes, 3 große. Und bei denen hat sich auch nichts verändert, also das sind immer noch genau dieselben. Da haben wir M1, K2, ein mittleres, 2 kleine. M2, K1, das sind 2 mittlere und ein kleines. M1, K4, das zeige ich euch mal, das ist ein mittleres und 4 kleine daneben. Und es gibt natürlich noch eine ganze Menge mehr, da werden wir jetzt auch nochmal durchgehen. Dann gibt es noch, Moment, M1, K4 gibt es, dann gibt es G1, K2, ein großes, 2 kleine. G2, K1, das sind 2 große, ein kleines. G1, M2. Ein großes, 2 mittlere, G2, M1, 2 große, ein mittleres und dann war es das hier auch mit den Booster-Adaptern. Das sind eine ganze Menge und hier haben wir nochmal G2, M1, das sind dann 2 große an der Seite und ein mittleres in der Mitte. Immer mit den passenden Nutzlastverkleidungen, damit wir dann am Ende die Andockluken nicht sehen können. Kommen wir jetzt zu den ganzen Truss-Segmenten und das sind wieder eine ganze Menge. Wir haben einmal sehr kurz und ich zeige es euch einfach mal. Sehr kurz, ja, das war ein doofes Beispiel, das ist sehr kurz 1
Und die 1 steht dafür, dass es eben pro Seite eine mittlere Undock-Luke hat. Und das sehr kurze Segment ist insgesamt, also hier 12 von diesen Feldern lang. Das kurze ist dann 24 lang, das mittlere ist dann 36 und das große ist 48. Und das zieht sich dann natürlich immer wieder länger. Und je länger die halt sind, desto mehr von diesen Undock-Luken können eben auch dran sein. Das war sehr kurz 1. Haben wir noch sehr kurz 2, hat dann 2 von diesen Undock-Luken. Da haben wir kurz, das ist wie schon gesagt 24 von diesen Truss-Feldern lang. Haben wir kurz 1 mit einer Undock-Luke, 2 mit 2 Undock-Luken, 3 mit 3. Und dann haben wir Mittel, das lade ich auch mal. Ihr seht, das ist, hat dann hier 3 von diesen 12 langen Teilen. Und davon gibt es wieder diese ganzen Variationen. Mittel 1, Mittel 2, Mittel 3, Mittel 4 und Mittel 5. Da, Mittel 5, weiter geht's nicht. Das ist dann das Maximum. Und dann geht's weiter mit lang. Und zwar einmal lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und laden wir mal lang 6. Das sind dann einfach 6 von diesen mittleren Undock-Luken pro Seite. Und dann solltet ihr auf jeden Fall eine ganze Menge Truss-Segmente haben, mit der ihr eine Menge machen könnt. Jetzt haben wir die Treibstofftanks und einmal gibt es klein, mittel und groß. Wir laden mal das mittlere. Ihr seht, das sind einfach 4 Teile aneinander gepackt. Das kleine, das ist so ungefähr, ja, schlecht zu zeigen. Das ist halt so. Und das große ist eben dann doppelt so groß, also so. Ja, schlechte Demonstration, aber ihr wisst, was ich meine. Das sind einfach ganz gewöhnliche Treibstofftanks und da gibt es keine Unterschiede vom Design her. Jetzt sind wir hier bei den Solarzellen und da hat sich tatsächlich eine ganze Menge geändert. Da habe ich fast alle habe ich nochmal überarbeitet. Und zwar haben wir jetzt hier noch ein paar mehr dazu bekommen. Und zwar schmal 1, 2 und 3. Die Zahl steht dafür, wie viele von den schmalen, also von den kleineren Solarzellen verfügbar sind. Also hier haben wir 1, da haben wir 2, da haben wir 3. Und wir laden einfach mal das zweite. Und sieht jetzt erstmal nicht nach viel aus, aber hier sind die beiden versteckt. Und dann habt ihr hier so 2 Solarzellen, die aus diesem Block rausschauen. Beim einen ist das eben nur 1 und bei 3 sind das halt eben 3. Das Ganze gibt es nochmal mit den breiten Solarzellen, mit den etwas größeren. Allerdings gibt es da nur 1 und 2, weil das beim großen nicht mehr gepasst hat. Die maximale Breite von den Separatoren ist ja bei 12. Das heißt, wir können gar nicht mehr von denen da reinmachen. Und dann sieht das eben so aus. Ja, ist einfach ein Kasten mit Solarzellen drinne. Mehr ist es nicht. Und jetzt kommen wir zu den ganzen anderen. Da hat sich auch noch was verändert. Nicht ganz so viel. Ich habe ja hier hauptsächlich die noch hinzugefügt. Also hier die Solarzellen schmal 1, 2, 3 und breit 1, 2. Und ja, bei denen hat sich noch was verändert, aber nicht ganz so viel. Hier haben wir schmal kurz A und schmal kurz B. Da ist ein grundlegender Unterschied im Design. Schmal kurz A sieht so aus. Da hat sich was verändert und zwar gab es hier vorher keine Undock-Luke. Und das sah dann halt so aus. Das habe ich gemacht, dass ihr auch mehrere von diesen Segmenten einfach aneinander packen könnt. Und das dann eben auch ganz gut aussehen kann. Ich zeige euch jetzt auch nochmal schmal kurz B. Und zwar hier. Und es ist natürlich komplett anders gemacht. Das hier habe ich tatsächlich vom Grund auf neu gemacht. Das war vorher sehr breit. Das waren 5 von diesen Solarzellen. Das habe ich jetzt umgeändert. Das ist jetzt hier schmal kurz B. Und das mit den 5 Segmenten ist jetzt schmal lang B geworden. Ja, ist ein bisschen verwirrend. Ich komme da auch manchmal durcheinander. Schaut es euch einfach am besten an. Schmal
schmal lang B da. Und ihr seht, das sind die 5 Segmente, also 5 von diesen Solarzellen, ist dann halt sehr viel breiter geworden. Ansonsten haben wir das Ganze nochmal mit den Breiten. Also hier haben wir schmal kurz A, schmal kurz B, schmal lang A, schmal lang B. Und dann haben wir die Solarzellen alle mit breit. Breit kurz A, breit kurz B, breit lang A und breit lang B. Wir laden mal breit lang A und das sind dann hier 4 von diesen sehr großen Solarzellen und wieder eine Andockluke unten. Und das sind so alle von den Solarzellen. So, jetzt haben wir hier noch ein paar kleinere Spielereien, 4 Stück insgesamt, und zwar Satellit, Station Builder, Crew Escape Pod und eine Luftschleuse. Die Luftschleuse, Crew Escape Pod und den Satellit habe ich euch ja schon gezeigt. Allerdings gibt es hier diesen Station Builder noch. Und den habe ich schon geladen, wie ihr sehen könnt. Und ihr seht, es ist einfach ein Monstrum mit ein bisschen Treibstoff, damit ihr auch eure Module an eurer Raumstation hin und her bewegen könnt und Solarzellen, damit es funktionieren kann. Ja, keine Ahnung, ich hab einfach irgendwas zusammengewürfelt und ich bin dann auf dieses Design gekommen. Sieht ganz gut aus, ich habe hier noch zusätzliche an die Seite gepackt, dann könnt ihr es auch mit anderen Modulen zusammenpacken oder so. Jedenfalls ist das hier der Station Builder und ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ihr könnt das in eure Raumstation reinkrachen, was auch immer. Ja, das ist der Station Builder. Satellit kennt ihr aus Colony wahrscheinlich. Das sind einfach so ganz gewöhnliche Satelliten. Crew Escape Pod, das ist einfach eine klitzekleine Rakete. Und eine Luftschleuse. Ja, das ist einfach ein paar Separatoren aneinander geklatscht. Und mehr ist es auch nicht. So, jetzt haben wir hier noch ein paar andere Sachen, und zwar Adapter und Kreuzungen. Ich mache die jetzt einfach zusammen, weil die an sich nicht viel von Funktion haben. Adapter, wie ihr sehen könnt, sind Adapter. Adapter groß zu klein. Es gibt halt diese Andockluken. Ich lade es einfach mal. Die Andockluken, das ist die große und das ist die kleine. Und das gilt als Übergang, falls ihr irgendwas damit machen wollt. Habt ihr hier den Adapter groß zu klein, dann habt ihr den Adapter mittel zu klein und groß zu mittel. Das sind die Adapter, dann gibt es noch die Kreuzung, einmal klein, mittel und groß, jeweils wieder mit den verschiedenen Andockluken. Und ich würde sagen, wir laden mal die große. Ihr seht hier 4 von diesen großen Andockluken und eine einfache Kreuzung in der Mitte. Als nächstes wieder 2 Sachen, und zwar Satellitenschüsseln, klein, mittel und groß, und Atemlufttanks, klein, mittel und groß. Und ich zeige euch mal einfach die, ja, zeige ich euch mal die große Satellitenschüssel. Das ist sie. Die ist mit Nutzlastverkleidung gebaut. Dann könnt ihr die öffnen und dann sieht das auf jeden Fall sehr viel besser aus. Satellitenschüsseln haben natürlich überhaupt keine Funktion, sind aber Dekoration. Im Grunde ist die ganze Raumstation eine Dekoration, weil sie keine Funktion hat, weil es sowas wie richtige Raumstationsmodule nicht wirklich gibt. Aber es sind einfach Dekorationen alles. Atemlufttanks genauso. Die sind einfach nur zur Dekoration da. Und ich zeige euch mal groß. Da soll eben Luft zum Atmen drinnen gespeichert werden. Und falls ihr die letzte Folge gesehen habt, dann wisst ihr ja, die waren gefärbt. Aber ich will es ja auch möglich machen für Leute, die kein Skin-Paket haben. Deshalb habe ich die einfach wieder weiß gefärbt. Falls ihr kein Skin-Paket habt, sondern nur die Teilexpansion, dann könnt ihr das natürlich auch noch benutzen. Kommen wir jetzt zum tatsächlich letzten Teil von unseren Modulen. Die Module, ja, die tatsächlichen Raumstationsmodule. Und da gibt es jetzt eine ganze Menge mehr von denen. Ich habe 7 hinzugefügt. Vorher waren es ja nur 6, jetzt sind es nochmal 7 mehr. Das heißt, es ist auf jeden Fall toll, denke ich. Toll für euch. Ja, wir haben natürlich immer noch Modul klein, klein lang, klein kurz, klein lang.
klein kurz ist ein Stück, ich zeige es euch einfach, klein kurz ist ein Stück lang, so. Und da habe ich auch Solarzellen hinzugefügt, müsst ihr natürlich nicht benutzen, aber wenn ihr es wollt, habt ihr jetzt hier auch Solarzellen drinne. Und bei jedem Modul ist es so, jedes Modul hat jetzt Solarzellen drinne. Das heißt, ihr müsst keine irgendwie anbringen oder so. Jetzt hat es jedes. Klein-kurz hatten wir, ich zeige es euch, klein-lang. Ist natürlich dann doppelt so lang, ungefähr, nicht ganz genau. Und da haben beide Seiten die Solarzellen. Ja, das war klein-kurz und klein-lang. Dann kommt jetzt noch das mittlere und das große. Und ja, die mittleren, die sind einfach 6 von den Feldern breit. Und die großen sind 8 Felder breit. Jetzt kommt was Spezielles, und zwar Modul Groß-Klein, Mittel-Klein und Groß-Mittel. Ich zeige es euch mal an Mittel-Klein. Das ist ein langes Modul, was teilweise ein kleines Modul heißt und teilweise ein mittleres Modul. Und ihr seht, das sieht eigentlich ganz schön aus. Dasselbe gibt es dann nochmal in Mittel-Groß und in Klein-Groß. Das sind dann einfach nochmal 3 insgesamt verschiedene Variationen, die ihr nutzen könnt, um zum Beispiel, wie es in den Kommentaren stand, eine Krankenstation, ein Lager, eine Essensversorgung oder irgendwas anderes, was ihr machen wollt, zu simulieren. Habe ich noch ein paar mehr Module hinzugefügt. Also groß, klein, mittel, klein und groß, mittel habe ich noch hinzugefügt. Und jetzt kommen wir zu den letzten paar Modulen. 4 Stück noch, und dann habe ich auch alle 81 Blueprints euch gezeigt. Modul Mittel Kurz Tanks. Komplizierter Name, aber es steht was dahinter. Also erstmal Mittel Kurz. Mittel Kurz, das heißt, das Modul sieht ungefähr so aus. Ja, so ungefähr so. Und Mittel Kurz Tanks, das heißt, es hat Tanks dran. Laden wir es mal. Sieht genauso aus, nur mit Tanks an der Seite. Damit könnt ihr so ungefähr zeigen, dass da vielleicht auch Atemlufttanks noch dran sind. Wir hatten ja die separaten Atemlufttanks und jetzt sind die vielleicht integriert in die Module. Das habe ich nur bei den mittleren gemacht. Bei den kleinen gab es zu wenig Platz innerhalb des Moduls und bei den großen gab es zu wenig Platz außerhalb des Moduls. Das hat was damit zu tun, wie die Kreuzungen funktionieren, und ich möchte da nicht unbedingt viel mit rumfummeln. Glaubt mir, das funktioniert so am besten, wenn nur die mittleren Module Tanks dran haben. Da haben wir mittelkurz und mittellang die Tanks, und mittellang sieht dann so aus, hat dann doppelte Tanks, doppelte Luft, die man atmen kann. Und dann haben wir noch Großmitteltanks und Mittelkleintanks. Das sind hier die beiden, diese Übergangsmodule. Zeige ich euch auch nochmal. Sieht dann so aus. Und ihr seht, das kleine Modul hat eben keine von diesen Tanks, sondern nur das mittlere. Und das war's, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fehler findet oder Hilfe braucht, dann schreibt das mal in die Kommentare. Ansonsten werde ich auch noch eine Datei mit einer kleinen Anleitung in dem Pack hinterlassen. Das könnte euch vielleicht auch noch helfen. Ansonsten fragt einfach hier in den Kommentaren nach. Vielleicht kann ich euch helfen, vielleicht kann euch jemand anderes helfen. Falls ihr da seid, schaut einfach mal nach. Vielleicht könnt ihr auch jemandem helfen. Wäre sehr nett von euch. Das war's mit der Folge. Ihr seid frei. Ihr könnt jetzt das Pack runterladen oder auch nicht, je nachdem, wie ihr wollt. Ihr könnt mich fürs Pack hassen, ihr könnt mich fürs Pack mögen. Macht, was ihr wollt, ihr seid frei, und tschüss.